Also Licht ist einfach immateriell. Das ist dann das Erste, dass es sich von der Leinwand löst. Ich habe keinen Träger mehr und es ist einfach da. Dann das Tolle an den LEDs ist eben, dass man die Mischungen machen kann. Also wie ich mit im Farbkasten meine Farben mische für die Bilder, kann ich das mit dem LED mischen. Hier arbeite ich immer noch mit dem Raster. Es geht ja auch um Räume zu finden, Räume einzuteilen und mit den Bändern. Und seit der Manifold-Serie habe ich auch begonnen, mit stärkeren Farben an den Bändern zu arbeiten, die ich auch bemale. Und da beginnt sich vor dem Bild schon ein Bild zu entwickeln. Also sie kommen wirklich in den Raum heraus. Sie agieren mehr eigentlich auch, wie das Licht agiert, dass es wirklich hinausdringt. Die 1965 in Bregenz geborene Mirjam Prantl arbeitet mit Licht, Farbe, Raum, Sound und Bewegung. Ihre Bilder, Skulpturen, Lichtinstallationen und architektonischen Interventionen basieren auf einer geometrischen Formensprache. Es ist also auch ganz ein wichtiger Faktor, eben diese Ordnung zu finden, die Struktur, die Klarheit. Es ist vielleicht auch ein bisschen aus der Mathematik, der Musik, das sind alles so verwandte Themen, die diese Ordnung eigentlich auch suchen. Der klassische Tanz ist auch ganz mathematisch eigentlich aufgebaut, die Übungen. Schon als Kind wollte ich immer tanzen und ich glaube mit 12 habe ich mich dann wirklich fix entschlossen, dass ich Tänzerin werden möchte. Wichtige Stationen in der Biografie von Mirjam Prantl sind eine klassische Ballettausbildung sowie ein Engagement am Badischen Staatstheater Karlsruhe, ein Schauspielstudium in New York, Performances, Konzerte und Studien der bildenden Kunst in London. Was ich vielleicht tänzerisch früher gemacht habe, das Durchschreiten des Raumes und Durchtanzen des Raumes, ist jetzt in den Werken. Also ich interessiere mich ja auch, was im Raum passiert, energetisch. Und hier ist es eben dann das Licht oder die Musik oder eben das, die Videoprojektionen, die dann den Raum durchkreuzen und diese ganzen Systeme für die Wahrnehmung bilden. Ich wurde vom Museum Ritter eingeladen, diesen Raum zu bespielen und ich habe mich entschieden, diese 6 Lichttore zu machen in Kombination mit dem Video und eben dem Sound darauf. Und ich arbeite schon seit längerer Zeit jetzt auch in dieser Kombination Lichtprojektionen mit Videoprojektionen. Also für mich ist wichtig, dass ganz langsame Übergänge sind, dass es eine Entschleunigung der Zeit auch gibt oder ein Ausdehnen der Zeit. Gerade in unserer Zeit, wo es sehr, sehr beschleunigt alles ist und schnell ist. Und dass man in einen anderen Rhythmus hineinkommt. Und da braucht man eben auch die Ruhe dazu. Und ich versuche eben diese Gegebenheiten aufzubauen, dass das vielleicht möglich ist, wenn der Betrachter in den Raum kommt. Für mich bedeutet eigentlich die Gestalt des Buddhas das Sinnbild für Konzentration, Meditation, für innere Ruhe, was ganz wichtige Voraussetzungen sind für mich selber. Es geht um Dinge, die man ablegen muss, um zu sich selbst zu finden, dass man in die Mitte kommt auch. Und das hat eigentlich auch sehr stark eine Verbundenheit mit der Kunst. Als Künstler muss man auch in der Entwicklung mehrere Schichten ablegen und versuchen, zu dem Punkt zu gelangen, wo wirklich die Sprache dann genau aussagekräftig sein kann und dass man nicht mehr umschreiben muss. Hier ist ja eine ganz starke Verbindung mit dem Wasser. Das ist das wichtigste Element dieses Unternehmens und es war auch das Element, das mich inspiriert hat für diese Installation. Kunst am Bau sollte für mich einen ganz engen Zusammenhalt haben mit dem Gebäude und eben diese ganze Idee des Fließens, des Energieflusses, die Farben, die sich dem Wasser anpassen, habe ich dann eingebaut in die Installation.
Es gibt einmal ganze Grün-Blautöne, die sich durchziehen bis ganz nach hinten im Gebäude, dann wieder durchmischt mit wärmeren Farben oder dann bis ins Weiß gehend wieder, wo sich alle Farben wieder auflösen. In diesem Kunst am Bauwerk habe ich mich nach dem Rhythmus des Gebäudes gerichtet. Also diese Säulengänge, die hier grundlegendes Thema sind, habe ich auch mit den Lichtstelen diese Säulen und diesen Rhythmus übernommen, der gleichzeitig ein Eingang ist. Der Raum hier ist recht dunkel und ich wollte ihn mit dem Licht und den Farben durchstrukturieren und nach außen hin auch signalisieren, dass hier der Eingang ist für die Menschen, die dann hier wohnen. Und es vitalisiert mit verschiedenen sanften Tönen. Also ich habe die erste Lichtarbeit 1997 gemacht. Für mich war damals schon klar, dass ich mit Licht arbeiten möchte, nicht in statischer Sicht, sondern ich möchte schon die Bewegung auch einbauen. Später habe ich dann versucht, weil ich bestimmte Farben wollte, genauso wie ich es in der Malerei auch mische, habe ich dann mit Folien und Beschichtungen gearbeitet, dass ich die Farben hatte, die ich zusammenstellen wollte. Und erst dann wirklich mit der LED-Entwicklung war es möglich, dass ein ganzer Strang alle Farben mischen konnte, die man wollte. Also ich stelle mir das Ganze als Gesamtbild vor, eine Art Skulptur, die alle Seiten hat. Und dass es dann auch ein Ausgangsbild gibt. Dann sind die verschiedenen Linien, die ich dann wie Regieanweisungen gebe, dass jede Linie verschiedene Durchgänge macht, im verschiedenen Rhythmus, verschiedene Farbmischungen und das gesamtheitlich dann zu einem Rhythmus kommt, sich auflöst und dann wieder in ein neues Bild geht. Und ich muss das als Skript dann auch aufschreiben, genau was jede Linie zu tun hat. Das visualisieren, damit der Techniker das dann in den Computer eingeben kann und das dann über diese Steuerung eben ablaufen kann, über das ganze Gebäude, über die Oberfläche. Jede Farbe, jede Linie kann auch ein Ton sein, dann gibt es eine Komposition, genauso wie bei der Musik. Auch wenn ich zum Beispiel fürs Video den Soundtrack mache, bin ich auf dem Keyboard auch, spiele ich die verschiedenen Tasten, die verschiedenen Töne und dann werden verschiedene Tracks übereinander gelegt. Und das ist eigentlich ganz ähnlich auch hier, dass die Farben gleich Töne sich mischen und wieder ein Gesamtbild ergeben, also ganze Komposition. Die Lichtinstallation CLASP hier am Kunsthaus Bregenz ist eine Kooperation mit der Johanniterkirche, wo eine Weiterführung dieses Würfels, dieser Architektur noch einmal stattfindet. Es ist eigentlich wie eine Zeichnung hier im Raum und es ist nicht mehr die Außenhaut und nach außen gehende Räume und Reflexionen, sondern eigentlich das Umgekehrte, wie umgestülpt, implodiert der Raum und auch das Licht ist mehr absorbierend wie eben im Kunsthaus. Ich habe hier zum ersten Mal UV-Licht verwendet, also ich habe mich natürlich hier auch auf den Raum eingelassen. Es ist ein ganz spezieller Raum mit Atmosphäre und ich habe speziell das UV-Licht verwendet, weil es eben das Dunkle ist hier und ganz eine andere Ausstrahlung hat wie LED im Kunsthaus, wo die Farben spielen, wo es ins Weiß geht. Ich habe zum ersten Mal mit verschiedenen Sounds gearbeitet. Von der Voyager-Raumsonde sind Geräusche aus dem All zu hören. Also es sind so ganz verschiedene Geräusche, die dann immer wieder hinaufgelegt werden oder heruntergenommen werden und gegen Ende immer mehr und mehr Schichten übereinander gebaut werden, dass es sich richtig so verdichtet. Das wurde auch in Kooperation mit dem Kunsthaus und auch mit Zumtobel realisierbar gemacht. Ich habe mich mit der Kubatur auch auseinandergesetzt und es ist ein wirklich ikonisches Gebäude von Peter Zumthor.
Also ich wollte mit sparsamen Mitteln arbeiten, so wie auch in der Johanniterkirche, eher minimalistisch. Es ist interessant, weil das Gebäude eine Glashaut hat mit offenen Kanten. Und genau diese Kanten wollte ich bespielen mit Lichtspangen, also mit den Clasps, mit LEDs, die angesetzt sind. Schön verteilt, also immer drei Felder auseinander und jeweils versetzt um ein Feld führen sie um das Gebäude herum. Und ich wollte eben an die Außenhaut gehen, an das Äußere des Gebäudes und somit das Innere eben zusammenhalten.